Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen hier unsere Weihnachtszeit. Mein Name ist Peter und ich werde die nächsten 10 Minuten in diesem Platz über unsere Elefanten erzählen. Ich habe das mal kurz kommen, weil ich mit dabei habe, den Vater versucht wird, unsere Tiere und dann zu animieren, ins Wasser zu geben. Denn unsere Tiere können natürlich ganz dringend die Wasserflächen aus in die Bade decken. Und damit das natürlich jetzt für den entsprechenden Grundzeit klappt, gibt es meistens bei Äpfel und kleinen Motivationsunterstützung. Das ja, klappt meistens auf jeden Fall auch ganz gut. Ich würde Ihnen erstmal kurz unsere Tiere vorstellen. Wir haben hier unsere Leitung am 11. asiatischen Elefanten. Wir können jetzt gerade 8 Elefanten davon sehen. Das sind einmal unsere 4 Moodies, sage ich mal, unsere 4 Kälber. Und eine der wichtigsten Elefanten hier in unserer Gruppe ist einfach unsere Leitung, die Käber. Käber steht gerade hinten vorne am Beckenrand. Wie gerade schon erwähnt, Käber ist die wichtigste Elefantenkultur, hat mit Abstand die meiste Verantwortung, denn sie ist einfach so ein bisschen die Leitung, die quasi darauf achtet, dass der Herr alles in Ordnung ist, dass sie quasi Streitigkeiten schlichtet. Und man kann auch bei Käber beziehungsweise an der ganzen Herde ganz gut ablesen. Wenn Käber etwas unruhig ist, wenn sie mal nicht einen guten Tag hat, überträgt sich das meistens auch auf die Herde. Da ist meistens die ganze Herde etwas unruhiger. Wenn Käber einen guten Tag hat, schön entspannt ist, dann merkt man es auch an der Herde. Dann sind meistens alle Tiere schön entspannt. Und ja, Käber werden gefüttert, sie werden sehr enkel. Und sie werden gleich merken, dass sich fast alles eigentlich schon zu leichten Käber dreht. Einige von Töchter aus Panther meistens ganz vorne im Badebecken mit dabei, um mal ganz aktiv beim Schwimmen anzusehen. Panther hat momentan unser ältestes Jungtier, den Akito. Dann haben wir noch unsere Tusa, auch eine Tochter von der Käber, die ist gerade rechts am Beckenrand zu sehen, mit unserem zweitältesten Jungtier, dem Laudau. Dann ist Käber auch noch auf unserer Zahljahr. Und die letzte im Herdenverband ist unsere Rani. Rani hat eigentlich rein familiär mit den anderen Elefanten nichts zu tun. Ist natürlich überhaupt bestimmt. Und Rani ist sehr, sehr gut in die Herde integriert und läuft quasi wunderbar mit. Und Rani hat unser jüngstes Jugendtier, die Savanne. Meistens sieht man Rani immer ein bisschen im Hintergrund, gerade jetzt auch zur Fütterung. Denn Rani ist einfach in der Rangfolge die rangniedrigste und traut sich da meistens, da selbst ein paar Äpfel gibt, nicht unbedingt mit nach vorne. Ist an sich aber überhaupt nicht schlimm, weil wie gesagt, unsere Elefanten können ganz täglich die Badebecken hochsuchen. Und sofern Rani der Sinn danach strebt, quasi baden zu gehen, kann ich das natürlich dann den ganzen restlichen Tag auf jeden Fall aufbauen. Ja, das war jetzt an. Von diesen Elefanten, wir haben hier noch 2 Bullen im Zoo Leipzig, einmal unseren neuen Namen, unser großer Zuchtbulle mit 22 Jahren. Und er ist auch der Vater von allen unseren Kälbern. Und dann haben wir noch Edgar, ein Jungbulle mit 9 Jahren, auch ein Sohn von der Käfer. Und er musste letztes Jahr die Herde verlassen. Sind so die Elefantenbulle, wird so mit 7, 8, 9 Jahren langsam schlechtreif, kommt quasi die Pubertät. Und da ist es dann quasi auch der Zeitpunkt, wo die Bullen einfach die Herde verlassen müssen. Denn Elefanten leben in einem sogenannten Matriarchat. Bedeutet, dass die Elefantenbullen an sich den Herden nicht zu suchen haben, beziehungsweise die Herden nur aufzusuchen, zu Fortpflanzungszwecken, wenn ansonsten als solitäre Einzelgänger unterwegs sind. Man muss aber allerdings dazu sagen, dass einfach mit massiven Lebensraumverlust die Tiere auf freier Natur immer mehr dazu gezwungen sind, weil die Elefantenbullen sich eben zu Gruppen zusammenzuschließen. Und auch hier ist die logische Haltung, also klappt das sehr gut. Weil dann ist ein sehr, sehr sozialer Bund, da freut sich auch immer, dass Edgar mit ihm dabei ist. Edgar freut sich sowieso, dass er mit dem großen Bullen mitlaufen kann. Edgar ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, von den großen Bullen alle Sachen zu erlernen, weil auch ein bisschen Erziehung noch hinzubekommen, damit er irgendwann auch natürlich ein stattlicher Bulle wird und vielleicht auch irgendwie beieinander beziehungsweise beim Züchten kann. Ja, die letzte noch in diesem Bund quasi Elefanten bei Elbe sind Astra. Astra ist eine sehr, sehr alte Elefantenkultur, über 40 Jahre alt, ist eine sehr, sehr gute Freundin von Rani. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass sich Astra beziehungsweise eine gute Freundin von Käber, Entschuldigung, Problem ist nur, dass sich Astra mit Rani nicht so gut versteht. Sie wäre deshalb im Tagesverlauf immer ein bisschen schauen müssen, dass sie die beiden kennen voneinander halten. Aber Astra ist natürlich trotzdem ihre Zeit in der Herde mit, damit sie einfach soziale Kontakte pflegen kann. Und von daher genau ist das immer ein bisschen hin und her gekommen, dass quasi Rani und Astra nicht aufeinander treffen. Ja, wir haben schon erwähnt, die Äpfel, die hier gerade reingeworfen werden, von der gewissen Libationsunterstützung. Und natürlich nicht die Hauptgrundlage von unseren Elefanten. Reine Pflanzenfresser, Obst und Gemüse ist aber natürlich der kleinste Teil der Ernährung. Ich sage mal jetzt momentan, dass zur Winterzeit ist eigentlich die Haupternährung von Elefanten Holz. Das wird dann auch ergänzt mit allerhand Holz. Holz ist ganz wichtig in der Elefantenernährung, einfach für die Zahnarten und für die Darmflora von den Elefanten. Jetzt nach und nach wird das Futter auf den Rücken gestellt, jetzt kommt der quasi der Sommer und dann bekommen die Elefanten an die Verfolge quasi für das Grünfutter. Das wird dann innerhalb von 1-2 Wochen lang umgestellt, damit sich quasi auch der Elefantenmarkt daran gewöhnt, dass es eben wieder andere Futtermittel gibt. Und
praktisch in der Abhöhe ist dann langsam beinahe abgeschlossen. Ja, was die Tuchstelle, das ist anders aus, das ist natürlich die Hauptgrundlage. Momentan hat sich die Mutterbrüche, das ist jetzt das zweite Lebensjahr noch dabei bleiben. Aber so nach und nach werden natürlich andere Mutterbrüche auch immer interessanter. Und so ist das dann, dass die zweite bis dritte Lebensjahr tauscht sich das so nach und nach aus, dass die Mutterbrüche immer weniger wird, andere Mutterbrüche immer mehr. Und dann irgendwann ist es dann quasi auch ein reibungsloser Übergang zwischen den Mutterbrüchen. Ja, warum bieten die überhaupt das interessante Fragen für uns Elefanten? Die anfangs schon erwähnt über die asiatischen Elefanten und eben gerade die asiatischen Elefanten sind einfach nach einem gewöhnt, beziehungsweise ja auch teilweise dann so damit konfrontiert, immer wieder mit Wasser und Kunden zu kommen. Das heißt, ich habe große Flussleute in Südostasien und Erdbeeren müssen oder zu Regenzeit die ganze Landschaft stehen, die überflutet werden. Von daher muss so ein Elefant einfach ganz klar mit Wasser unterwegs sein. Und deswegen ist es auch unerlässlich, quasi zoologische Haltung den Tieren das einfach anbieten zu können, dass sie den ganzen Tag mit Wasser unterwegs können. Und von daher unerlässlich, das hat einfach auch gewisse hygienische Aspekte. Denn man kennt das ja mit den Elefanten, dass sie meistens eine gewisse Technik auf dem Rücken mitzuschlagen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil es einfach ein Hautschutz ist. Aber unter diesem Hautschutz kommt in die Haut einfach extrem aus. Und deswegen muss ein Elefant ja einfach die Badelatecke aussuchen können. Oder sie werden sich einmal am Tag nicht abgeschlossen, damit die Haut sich schön regenerieren kann. Und das ist natürlich ja, gesund bleiben. Ja, das ist letztlich schon noch kurz erklären, dass es einen Unterschied zwischen asiatischen und afrikanischen Elefanten gibt. Zu einem ist natürlich die Körpergröße, asiatische Elefanten sind zwar auch sehr, sehr groß im Vergleich zu den afrikanischen Verwandten, aber dann doch etwas kleiner, das ist einfach im Lebensraum. Denn so ein asiatischer Elefant als Regenwaldbewohner ist einfach besser, wenn er ein bisschen kleiner ist, dass er einfach besser mit Unterholz schützen kann. Bei so einem afrikanischen Elefanten als Verwandten und Steppbewohner ist es einfach unerlässlich, dass die ein Stück weit größer sind, vor allem längere Beine haben. Wenn sie sagen, dass sie im Park zu kommen, wenn sie ihr ganzes Leben, müssen sie einfach viel, viel größere Strecken zurücklegen, als können, um eben an Futterquellen zu kommen, an der Nahrungsquelle zu kommen, an Wasserquellen zu kommen. Von daher unerlässlich, dass sie die afrikanischen Elefanten einfach viel, viel mehr laufen als die asiatischen Elefanten. Und noch ein weiterer prägnanter Unterschied wäre einfach, dass die asiatischen Elefantenkühe an sich keine Stoßzähne besitzen, beziehungsweise nicht so rudimentär zurückgebildet, quasi nur noch ganz klein vorhanden. Und das liegt einfach darin, dass so ein Stoßzahn nicht nur eine Waffe ist, sondern auch ein gewisses Werkzeug. Mit den asiatischen Elefanten aber nicht ganz so wichtig, weil sie ja eben im Regenwald leben und mehr oder weniger auch in ihrem Futter leben. Bei den afrikanischen Elefanten ist das ein bisschen anders, weil es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, um eben in der Savanne und in der Steppe an Futter ranzukommen. Und deswegen haben wir den afrikanischen Elefanten beidesträchtige Stoßzähne, bei den asiatischen Elefanten eben nur die Elefantenhöhlen, weil es da eben als Waffe für Fruchtkämpfe und für Revierkämpfe. Ja, für Elefanten haben langsam das Elefantenrat beendet. Ich würde mich jetzt auch von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen noch bitte schönen Tag zu Leipzig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und in diesem Sinne auf Wiedersehen.